Nur ein kurzer Shoutout an den Sponsor dieses Videos, AOI.com. Wollt ihr schnell an Endgame-Ausrüstung kommen oder euch einfach nur nicht die Seele aus dem Leib farmen, dann ist AOI.com eventuell eine Möglichkeit für euch. Und mit meinem Sponsorcode JODY bekommt ihr nochmal 3% abgezogen bei eurem Kauf. Mehr Informationen findet ihr zudem in der Videobeschreibung. Wusstet ihr eigentlich? Und zwar, heute haben wir als Thema ziemlich viel kosmetisches, Fashion und so. Wusstet ihr eigentlich, dass ihr eure Augenfarbe im Spiel dreimal oder beziehungsweise zu drei unterschiedlichen Art und Weisen ändern könnt? Die erste, die ihr hier seht, ist die Frenzied Flame Augenvariante, also die der wahnsinnigen Flamme. Wie bekommt ihr das? Ihr müsst einfach zum tiefsten Punkt unter der Kanalisation von Lindel kommen, dort nackt die Tür aufstemmen und euch von der verrückten Hand grapschen lassen. Danach habt ihr dann automatisch diese orange-eitrigen Augen. Ja, das ist Variante Nummer 1. So, als nächstes, hätten wir die Drachenaugen. Ist ein bisschen schwer einzufangen. Eure Augen sind dann so golden und haben halt einfach wie ein Reptilien-Schlitz in der Mitte. Hat er jetzt nicht gesagt. Was müsst ihr dafür tun? Ihr müsst dafür nach Caelid reisen. Das ist hier unten. Und zwar zu der Kathedrale der Drachenkommunion. Und dort mindestens 4 einzigartige Zauber bzw. Anrufungen erwerben mit Hilfe von Drachenseelen. Und normalerweise, nachdem ihr die 4. Anrufung erworben habt, verändern sich eure Augen zu diesen da. Und es tut mir schrecklich leid, dass da oben gerade der Kompass ein bisschen im Weg ist. Aber man sieht es schon. Und da hätten wir die letzte Augenvariation. Das wären die blutigen Augen. Die sind komplett rot, also auch das Augenweiß ist gerötet. Wie ihr das bekommt, dafür müsst ihr Varens Quest abschließen oder zumindest sehr weit verfolgen. Wer ist Varen? Das ist der Typ mit der weißen Maske, der euch hier ganz am Anfang bei den ersten Schritten hier begegnet. Das ist ja gar nicht hier, das ist hier unten. Hier, ihr wisst schon, der euch hier irgendwie, ihr seid ja maidenlos und überhaupt. Ihr müsst seine Quest dann verfolgen, 3 Invasionen irgendwann mal abschließen. Und nachdem ihr das alles erledigt habt, brennt er euch ein Symbol auf euren Finger. Ist das getan, werden eure Augen automatisch rot, komplett rot. Und wie gesagt, ich empfehle dazu den Guide auf der Elden Ring Faxor Life Wiki Seite, dann kommt ihr da auf jeden Fall hin. Ja, so viel dazu, das sind alle Augenvariationen, die es aktuell gibt. So, wusstet ihr eigentlich, dass ihr diese Verbrennungsmale, also dass das dann an euch aussieht, als wärt ihr so eine Bratwurst, die aus der Pfanne gefallen ist und nun zwischen Herd und Spülstänkchen gelandet ist? Das Ding da, ihr seht es ja. Dass ihr das wieder loswerden könnt, ihr erhaltet das übrigens, wenn ihr die verrückte Drei-Finger-Hand für das ultimativ böse Ende gefunden habt. Das könnt ihr wieder loswerden. Und zwar ganz einfach, ihr geht dafür nach Roundtable Hold, also beziehungsweise die Tafelrundfeste, heißt das so, ja. Geht in den Raum, wo 4 normalerweise ist, da ist dieser Spiegel. Dann klickt ihr an Charakter anpassen. Dann auf detailliertes Aussehen, Körper ändern und ganz unten habt ihr Brandmale. Anklicken, auf Aus und ihr seid keine verbrannte Bratwurst mehr, die ein Dasein für mindestens 3 Wochen zwischen Herd und Spülschenken gefristet hat. Ich lasse es aber mal. Wusstet ihr eigentlich, dass man sich hier in Roundtable Hold, also in der Tafelrundfeste, sogar tatsächlich orientieren kann? Vielleicht bin ich nicht der Einzige. Mir passiert es ja öfters, dass ich mich verlaufe, dass ich den Schmied suche oder irgendwo anders hin will. Und ich komme immer genau dahin, wo ich eigentlich nicht hin will. Ich meinte in dem Stream sogar schon mal, wäre halt schön, wenn das ausgeschildert wäre. Und verdammt, es ist ausgeschildert. Wisst ihr, was ich damit meine? Wenn ihr zum Schmied wollt, das sind andere Statuen. Da ist der Schmied. Das sind Erdbaumritter links und rechts. Seht ihr das? Bei allen anderen Orten sind die komischen glatzköpfigen Frauen mit den goldenen Blumen. Also, wenn ihr zum Schmied wollt, einfach nur dahin, wo keine glatzköpfigen Frauen mit goldenen Blumen sind. So. Wow. Es ist tatsächlich ausgeschildert.